Hi, ich bin Felix. In diesem neuen Format wollen wir Absolventen des technischen Designs befragen, wo sie denn gelandet sind und warum sie genau dorthin gekommen sind. Das hier wird hoffentlich eine neue Serie, die wir mit Paul einleiten wollen. Hey Paul, wo arbeitest du und wie bist du da eigentlich hingekommen? Ich arbeite bei Wandelbots. Das ist ein Dresdner Robotik-Startup, die sich vorgenommen haben, das Programmieren und Steuern von Industrierobotern einfacher zu machen, beziehungsweise den Zugang dazu zu vereinfachen und für mehr Leute zu öffnen. Das Ganze mit benutzerfreundlicher Software und intuitiven Eingabegeräten. Ich habe hier als Werkstudent angefangen, vor mittlerweile 3 Jahren, habe dann meine Diplomarbeit hier geschrieben und arbeite mittlerweile fest als Produktdesigner. Und was genau findest du an deiner Arbeit, die du dort so machst, so reizvoll? Ich glaube, das Reizvollste ist der schnelle Arbeitsalltag, der wahrscheinlich für ein Startup typisch ist. Dadurch kommen halt jeden Tag Probleme auf mich zu, die irgendwie kreative Lösungen erfordern. Dadurch habe ich halt Einblick in ganz viele verschiedene Designdisziplinen eigentlich. Also Industriedesign, klar, aber auch UI-Design, Branding, Grafikdesign. All diese Disziplinen brauchen irgendwie Lösungen. Genau, und das Ganze halt eben in einem jungen Team, in einem jungen Unternehmen. Genau, das macht Spaß und man hat hier viele Freiheiten. Und meinst du, dass der Druck dort höher ist als in der sonstigen Industrie? Der Zeitdruck ist wahrscheinlich ähnlich. Oder er ist wahrscheinlich schon höher. Ich würde sagen, er ist vor allen Dingen agiler irgendwie. Also die Priorisierung und auch die Fokussetzung wechselt häufiger. Und dadurch muss man sich da auch schnell dran gewöhnen und schnelle Lösungen dafür finden. Und jetzt eine Frage zum technischen Design an der TU Dresden. Inwieweit ist denn das Studienangebot hier etwas Besonderes, Paul? Ich denke, es hat mich vor allen Dingen vorbereitet auf diese vielseitigen und auch agilen Probleme, von denen ich eben schon gesprochen habe. Dadurch, dass ich auf der einen Seite viele unterschiedliche Projekte und Kurse hatte, habe ich viel Inspiration sammeln können. Ich habe auch viel Methoden kennengelernt. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch durch den technischen Studiengang, durch den technischen Anteil des Studiums viel analytisches Denken angewandt und lernen können. Und auch das bringt mich immer wieder weiter. Ich denke, das ist eine ziemlich einzigartige Kombination, die wir da irgendwie haben. Und was denkst du, inwieweit wird sich der Beruf eines Designers zukünftig verändern? Erstmal eine schwierige Frage. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass je früher im Entwicklungsprozess, sei es jetzt in einem Softwareunternehmen wie Wandelbots, aber auch in Markenentwicklungsfirmen, je früher da Designer in den Entscheidungsprozess eingebunden werden, desto besser kann der Impact sein. Und ich denke, in Zukunft werden da Bewertungskriterien wie Nachhaltigkeit viel wichtiger werden, also sowohl in ökologischer, aber auch in sozialer Sicht. Und ich denke, da sind Designer und Designerinnen genau die richtigen, um da einen ganzheitlichen Blick drauf zu haben. Weil du es gerade ansprichst, inwieweit ist das Thema Nachhaltigkeit bei euch bei Wandelbots aus Designsicht relevant und interessant? Also ich denke, der Ansatz von Wandelbots, dieses Zugänglichmachen von Technik für eine große Masse, ist vor allen Dingen im sozialen Sinne nachhaltig. Und außerdem haben wir jetzt auch versucht, bei allen Hardware-Produkten, die wir bauen, wie zum Beispiel den TracePen, möglichst lokal produzieren zu lassen. Also hier in Dresden, da eben auch im Packaging und allem drum und dran, Nachhaltigkeit im Auge zu behalten. Aber ich würde sagen, also vor allem der soziale Nachhaltigkeitsaspekt bei Wandelbots ist und bleibt wichtig.